Hallo und willkommen zur Fortsetzung des Kapitels zu verteilten Transaktionen. Wir haben uns in den vorherigen beiden Videos angeschaut, wie wir das Commit-Protokoll gestalten können. Aber neben dem Commit-Protokoll brauchen wir in einem verteilten System typischerweise noch weitere Funktionen für verteilte Transaktionen. Ich möchte auf zwei Aspekte hier noch eingehen. Es gibt noch eine ganze Reihe, Recovery und Rollbacks und ähnliches. Ich möchte hier noch darauf eingehen, dass wir Locks brauchen oder anders formuliert Mutual Exclusion, wechselseitigen Ausschluss. Wir brauchen Locks, um ganz banal Lese-Schreibzugriffe auf einzelne Zeilen in einer Tabelle unter wechselseitigen Ausschluss zu stellen. Wie in einem ganz normalen sonstigen Transaktionssystem auch. Und wir brauchen eine Möglichkeit, Deadlocks zu detektieren und dann zu beheben. Aber zunächst mal das Detektieren. Deadlock Detection werden wir als Beispiel für ein allgemeines Problem sehen, wie man in einem verteilten System globalen Zustand herstellen kann. Das ist der Schnappschuss, das ist der globale Schnappschuss. Hier machen wir zunächst mal den verteilten wechselseitigen Ausschluss in diesem Video. Also, Sie erinnern sich, Datenbanken brauchen Logs, sie brauchen Leselogs, Schreiblogs auf Tabellen, auf Einzelzeilen, was auch immer. Wir könnten jetzt tatsächlich Logs besprechen. Wir machen etwas ein ganz kleines bisschen einfacheres. Wir machen direkt einen wechselseitigen Ausschluss. Wenn Sie wechselseitigen Ausschluss realisiert haben, Sie erinnern sich an die Vorlesung SSSP oder sonst eine Betriebssystemvorlesung. Wenn Sie wechselseitigen Ausschluss realisiert haben, dann ist es nicht schwer, Leselogs, Schreiblogs, was auch immer darauf zu realisieren. Sie brauchen diese Spin-Log-Eigenschaft. Und das machen wir jetzt. So, wir haben das Problem, dass Ihre Prozesse natürlich nebenläufig ausgeführt werden können. Und mein Ziel ist, im wechselseitigen Ausschluss dafür zu sorgen, dass es Stücke im Code gibt. Das muss nicht genau der gleiche Code sein. Es können ja verschiedene Prozesse sein, die verschiedenen Programmcode ausführen. Aber dass es Stücke im Code gibt, sodass in diesem Stück und in jedem Stück Code höchstens ein Prozess zur gleichen Zeit vorkommen darf. Also der wechselseitige Ausschluss zwischen verschiedenen Code-Stücken. Okay, das ist einfach. Im nicht verteilten Fall haben wir Sperrflex und Semaphoren und so weiter dafür besprochen. Das Dumme ist, das ist speichergekoppelt. Das setzt speichergekoppelte Systeme voraus. Erinnern Sie sich, wie wir Semaphore oder Sperrflex korrekt implementiert haben? Wir hatten sowas wie eine Test-and-Set-Semantik gebraucht in einem nicht verteilten System. Das überträgt sich nicht. Das überträgt sich nicht ohne weiteres auf ein verteiltes, nachrichtengekoppeltes System. Ja, was können wir jetzt tun? Wir können uns verschiedene Optionen überlegen. Wir können natürlich wieder erstmal mit einem zentralisierten Algorithmus anfangen. Das ist ziemlich simpel. Wir können uns ein verteiltes Verfahren ausdenken. Wir könnten noch über einen Token-Ring nachdenken, aber das ist ziemlich banal. Das kriegen Sie als Übungsaufgabe hin. Fangen wir mit einem zentralisierten Algorithmus an. Die Idee ist, ich benutze irgendeine zentral hervorgehobene Instanz, Teilnehmer meines Systems, zum Beispiel dynamisch bestimmt durch ein Leader-Election-Verfahren. Und dieser Koordinator bekommt jetzt die Aufgabe zu entscheiden, welcher kritische Abschnitt gerade betreten ist durch irgendeinen Prozess oder frei ist. Sprich, Sie halten so eine Art Token für einen bestimmten kritischen Abschnitt. Der Name dieses Tokens, der Identifier, ist allen Teilnehmern bekannt, die diesen kritischen Abschnitt betreten wollen. Und was Sie jetzt tun, Sie schicken an diesen zentralen Knoten eine Nachricht, ich möchte diesen kritischen Abschnitt betreten. Und Sie warten so lange, bis Sie eine Antwort von dem Koordinator bekommen, der Ihnen sagt, bitteschön, hier ist das Zugriffsrecht, hier darfst du jetzt eintreten, du darfst weitermachen. Und das macht der Koordinator natürlich sofort, wenn er diesen Token besitzt, ansonsten stellt er sich eine Warteschlange an und wartet, dass er von irgendjemand anderem den Token wieder zurückbekommt. Also völlig banal. Das male ich Ihnen nicht mal auf, das ist zu einfach. Wenn Sie fertig sind, schicken Sie das Token wieder zurück an den Koordinator. Ich bin fertig. Was sind da Vor- und Nachteile dafür? Vorteil, naja, das ist Mutual Exclusion, solange sich alle an die Regeln halten. Aber das unterstellen wir ja ohnehin, verteilte System, alle mögen sich, alle arbeiten zusammen. Wir haben keinen Angriff oder ähnliches.
Das ist auch fair. Im Zweifelsfall ist es einfach FIFO-fair in dem Sinne von zuerst kommt Mal zuerst. Wenn Sie jetzt noch ganz vorsichtig sein wollen, dann können Sie dem Koordinator auch noch beibringen, dass er die Rate von Zugriffen auf einen kritischen Abschnitt durch einzelne Prozesse limitieren kann. Also kein Prozess darf mehr als 5-mal so oft wie irgendein anderer Prozess drankommen. Wenn Ihnen daran liegt, das ist nicht schwer, das ist ein bisschen Buchhaltung. Das ist leicht zu implementieren. Und wenn Sie mal nachzählen, wie viele Nachrichten Sie brauchen 3 Nachrichten pro kritisches Abschnitt betreten, verlassen. Gib mir Token, hier ist der Token wieder zurück. Das sind 3 Nachrichten. 3 Unicast-Nachrichten. Nachteil, Koordinator ist Single Point of Failure. Okay, definitiv ein Nachteil. Wenn Sie warten auf den Token, können Sie nicht unterscheiden, ob Ihr Koordinator jetzt ausgefallen ist oder ob Sie einfach warten müssen, weil die Warteschlange so lang ist. Das heißt, Timeout zu setzen ist hier nicht unbedingt trivial. Das kann man jetzt wieder mit Heartbeating und so weiter, also im Failure Detector untersetzen, dann geht das durchaus. Möglicherweise haben Sie einen Performance Bottleneck, wenn Sie einen Koordinator für alle Ihre kritischen Abschnitte benutzen. Aber das steht ja nirgends geschrieben, dass diese das so tun müssen. Dazu haben wir jetzt genügend oft über Lastbalancierung, zufälliges Zuordnen von Teilnehmern zu Aufgaben geredet. Das können wir verteilen. Denn pro kritischen Abschnitt müssen Sie es zentralisieren, aber die mehreren kritischen Abschnitte, Ihre unterschiedlichen kritischen Abschnitte, haben ja nichts miteinander zu tun. Das können Sie beliebig verteilen. Okay, also ja, das kann zum Problem werden, aber es ist auch andererseits wieder leicht zu verteilen. Okay. Jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie das gut finden oder schlecht finden, aber dazu brauchen Sie einen Vergleichsfall. Der Vergleichsfall wäre eine verteilte Realisierung eines kritischen Abschnitts, eines wechselseitigen Ausschlusses. Wie machen wir das? Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Wenn ich das verteilen will, muss ich ja alle informieren. Da muss ich ja alle meine Kollegen informieren, dass ich jetzt im wechselseitigen Ausschluss dieses Codestück betreten will. Also ich schicke eine Multicast-Nachricht. Und das machen alle anderen auch. Naja, jetzt sehen Sie sofort, wir müssen uns wieder über die Multicast-Semantik unterhalten und Gedanken machen. Ist es plausibel, dass Sie Multicast-Nachrichten mit irgendeiner Semantik schicken können? Was passiert, wenn bei verschiedenen Teilnehmern, die über Kreuz ankommen? Naja, Sie sehen das natürlich, das geht nicht. Das heißt, wir werden hier atomare Auslieferung unserer Multicasts unterstellen. Und dann schreiben wir in die Nachrichten noch rein eine logische Clock. Damit kriegen wir FIFO-Eigenschaften garantiert. Und wir nehmen noch die Prozess-ID als ein Tiebreaker, wenn Sie zwischen verschiedenen Prozessen sich entscheiden müssen. Naja, was machen Sie also? Sie betreten den kritischen Abschnitt, Sie schicken einen Request an alle Knoten und Sie warten, bis Sie warten mit dem Betreten des kritischen Abschnittes, bis Sie von allen Ihren Kollegen eine Erlaubnis bekommen haben. Der Request ist ein Multicast, das Erlaubnis senden ist ein Unicast und darauf müssen Sie eben warten. Wenn Sie jetzt selber Interesse an dem kritischen Abschnitt haben und Sie haben selber eine kleinere Clock als Ihre Konkurrenz, dann können Sie auch das Zurückstellen des Erlaubnis erteilen oder Sie sagen einfach, was eigentlich die schönere Erklärung ist. Sie schicken sich auch selbst die Nachricht als Multicast, atomar geordneter Multicast und dann brauchen Sie auch diesen Spezialfall nicht abzufangen. Hier ist noch der Pseudocode dazu, das ist ein paar Zeilen eigentlich hingeschrieben. Ich glaube, das lese ich Ihnen auch nicht vor. Das ist das Verfahren nach Riccardo Nacravalla 1981. Damals bekam man dafür noch eine Veröffentlichung. Das waren glücklichere Zeiten in der Informatik, wenn Sie so wollen. Hier ist noch ein Beispiel. Wir haben 3 Teilnehmer, ABC, die haben eine Sequenznummer, logische Zeit, 7, 3 oder 9. Sie möchten hier vielleicht den Abschnitt betreten als Zustand. Hier haben Sie den Zustand released. Sie haben kein Interesse daran. Sie haben irgendwann mal vielleicht den Token besessen, haben ihn aber wieder hergegeben. Und jetzt schicken Sie sich hier Multicast und der hier will auch in den kritischen Abschnitt, schickt auch einen Multicast. Hier kommt er vielleicht vorher an. Er kriegt hier das Clear. Hier kommt er an. Aber hier setzen Sie ihn, jetzt sind wir hier mal Schwein und sagen, okay, ich habe die kleinere logische Zeit als der hier.
Sie können diesen Request hier erstmal zurückhalten und werden jetzt Folgendes erwarten. Der Knoten hier, der hat ja sowieso kein Interesse, dem ist das ja egal, der schickt Ihnen direkt ebenfalls ein Clear. Du darfst, das hat er an beide geschickt, auf die beiden Anfragen. Und das interessante Verhalten ist jetzt noch hier, wenn wir jetzt ja hier sagen, dass wir hier möchten, der hier hat auch gesagt, dass er möchte, aber jetzt vergleichen Sie hier noch die logischen Zeiten, machen die 7 und die 9 im Vergleich und sehen, dass Sie hier die 7 kleiner als die 9 haben. Das heißt, tatsächlich würde Knoten C seinerseits ein Clear schicken, weil er ja den Wettbewerb hier verloren hat, würde das Clear schicken. Damit ist der hier in der Lage, jetzt hier den kritischen Abschnitt für sich zu beanspruchen und sagt, jawohl, ich bin jetzt drin, macht hier irgendetwas, was er hier tun möchte, gibt das hier frei. Und jetzt muss er hier noch in seine Warteschlange gucken. Jetzt hat er ja hier einen Request zurückgestellt, an diesen zurückgestellten Request, an den muss er jetzt noch das Clear schicken, weil er jetzt ja kein Interesse mehr an diesem kritischen Abschnitt hat. Damit hat der hier mit dem Eintreffen dieser Nachricht hier das Clear von B, hier das Clear von A bekommen, ist jetzt also selbst im Besitz dieses kritischen Abschnittes und darf hier weiterarbeiten. Okay? Also ein relativ simples Verfahren. Hat folgende Eigenschaften. Es hat die lustige Eigenschaft, dass jetzt jeder Knoten ein Single Point of Failure geworden ist und nicht nur unser Koordinator. Ist das nicht schön? Also wir haben eine einfach n mal höhere Anzahl an Ausfallspunkten. Jetzt können Sie natürlich sagen, wir bauen noch ein zusätzliches Verfahren, einen zusätzlichen Algorithmus außen drum rum, das dann wieder mit Timeouts und so weiter. Das macht es aber wirklich nicht einfacher. Und die Tatsache, dass Sie mit Ausfällen umgehen müssen, ist ärgerlich. Und wenn Sie jetzt hier so ein Reparaturprotokoll obendrauf bauen, dann darf ich es für den fairen Vergleich auch im zentralistischen Fall ein Reparaturprotokoll obendrauf bauen und Ausfälle meines Koordinators reparieren, zum Beispiel, indem ich bei allen Teilnehmern wieder rumfrage. Also eigentlich kein fairer Vergleich dann, insgesamt spürbar komplizierter. Und Sie müssen jeden Prozess in diesen kritischen Abschnitt involvieren, selbst wenn der überhaupt kein Interesse daran hat. Also der Overhead ist auch höher. Zählen Sie nach, Sie brauchen für einen kritischen Abschnitt eine Multicast, N Unicasts zum Du darfst betreten im Vergleich zu 3 Unicast-Nachrichten, die wir vorher hatten. Also es ist langsamer, mehr Aufwand, komplizierter, fehleranfälliger, weniger robust. Das ist mal ein schönes Beispiel für ein Problem in einem verteilten System, bei dem die zentralisierte Lösung in allen Belangen besser ist. Es gibt kein plausibles Argument, verteilte Algorithmen hier zu benutzen. Tenenbaum hat das in seinem Buch schön auf den Punkt gebracht. So wie das Essen von Spinat und das Lernen von Latein ist das irgendwie gut für die Seele, hier einen verteilten Algorithmus zu bauen. Aber einen konkreten Vorteil können Sie sich da nicht rausholen. Das gilt auch für ein Token-Ring-Verfahren, bei dem Sie jetzt wieder die Idee haben, dieses Recht, den kritischen Abschnitt zu betreten, das lassen Sie durch einen Token zirkulieren. Dann haben Sie dauerhaft Aufwand, weil Sie ja immer wieder dieses Ding hier weiterreichen müssen. Sie müssen sich mit Tokenverlusten rumplagen. Also auch das macht es nicht besser. Wirklich, es ist einer der seltenen Fälle, wo ein zentralistisches Verfahren echt besser ist, wenn Sie sich nicht ganz dämlich dabei anstellen. Sehr schön. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Das reicht hier auch schon. Der nächste Fall, der globale Schnappschuss, ist ein Beispiel, wo Sie nicht zentralistisch arbeiten können, sondern da müssen wir wirklich nachdenken, wie wir das sinnvoll verteilt lösen. Erstmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.